willkommen zu einer neuen Folge The Journey hier auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir drücken auch direkt auf Weiter. Und gehen dann direkt ins erste Spiel rein. Und natürlich spielen wir wie immer mit Hunter. Und ja, guckt auf jeden Fall am 1.1.2017 um 0.00 Uhr kommt dann nämlich ein Video online. Und zwar kommt da der Jahresrückblick 2016, ein Special von mir online, und könnt ihr einfach mal vorbeigucken und dort einen Like da lassen. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt ins Spiel rein. Da war die erste Flanke von Arsenal. Und so, da war die erste Flanke von Arsenal. Ja. Jetzt gibt's eine Ecke. Was gibt's jetzt? Was gibt's jetzt? Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, gut. Nur gelb. Irgendwie ist das heute gar nicht wirklich. Es läuft nichts so, wie es haben will. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder eine gelb-rote Karte gibt. Ich muss jetzt auf jeden Fall mega aufpassen, weil die geben ganz schnell eine gelb-rote Karte. Und es ist auch noch nichts in diesem Spiel passiert. Vielleicht jetzt mit einem Konter. Hunter stand niemals im Abseits. Niemals. Und das war es auch schon mit der ersten Halbzeit. Also, nichts passiert, außer dem Konter. Wobei er im Abseits stand. Wobei Hunter im Abseits stand. Und vielleicht geht es ja besser in der zweiten Halbzeit. Mal gucken. Wir werden ausgewechselt. Okay. Schon wieder. Also, in der Premier League wird man wohl häufiger ausgewechselt. Und ich konnte euch nur die eine. Das ist so scheiße. Weil ich habe euch in diesem Spiel halt wirklich eigentlich nichts gezeigt. Die restliche Spielzeit werden wir natürlich simulieren. Und Arsenal hat noch 2-0 gewonnen. Hätte niemand lieber mich drin gelassen, ne? Wie sieht's aus? Oh, verletzt. Ist nichts Ernstes. Kühl's einfach. Ich mache einen Verband drum, Ultraschall gibt's morgen. Das Beste ist, du machst ein paar Tage Pause, dann gehen wir ins Gym. Hätte schlimmer ausgehen können. Danke. Früher gab's sowas wie einen kalten Schwamm. Sowas passiert, wenn man wie ein Irrer rumläuft, Alex. Du musst cleverer laufen. Okay. Ja, ich habe mich nämlich leicht verletzt. Wie man gesehen hat, aber mal gucken, was jetzt ansteht. Komm rein. Setz dich, Alex. Du weißt, worum es geht, oder? Die fünfte Gelbe? Richtig. Diese Gelben summieren sich. Und daher bist du ein Spiel gesperrt. Könnte teuer werden. Verstehe. Das hoffe ich sehr. Ich glaube, ich sollte ein bisschen nicht so aggressiv spielen. Aber na gut. Wieder Training, das ist ganz gut. Nein, das wollte ich nicht. Nein, oh, jetzt müssen wir die Ecken reinbringen, trainieren. Aber das überspringe ich jetzt einfach mal für euch. Und ja, wir haben exzellent rausgeholt. War nicht wirklich schwer. Aber na gut. Dadurch hat sich unsere
unser Beliebtheitsstatus beim Trainer wieder ein bisschen verbessert. Und wir sind mal wieder in der Startelf, denke ich mal, oder? Wir müssen aussetzen. Und haben 2-2 gespielt gegen Swansea City, dem 12. Stark. So. Ups, das wollte ich gar nicht. Wieder Training. So, und diesmal sind wir wirklich. Wer sich den Ball abnehmen lässt, macht auch keine Tore, oder? Also gut, Dribbling. Oh, F und C. Warum denn F? Na gut, war jetzt nicht das beste Training. Aber wir gehen auf jeden Fall direkt mal ins nächste Spiel. Und spielen natürlich mit Hunter. Und geht's ins Spiel. Und Kujati! Aber der Torwart, der hält. Ah, und Hunter schießt drauf, aber leider geht der Ball drüber. Und jetzt Hunter, aber der Torwart, der hält den Ball. Und Hunter mit dem Kopfball, aber das war ja gar nichts. War gar nicht Hunter mit dem Kopfball. Dadurch gibt es jetzt die Ecke. Vielleicht wird die ja was. Der Torwart hält den Kopfball fest. Und ja, das waren jetzt ein paar Chancen. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht und dass wir vielleicht auch mal ein Tor schießen. Und da ist das Tor von Alex Hunter. Jawoll. Ein Traumtor. Hunter läuft dann an dem Spieler vorbei, schießt dann drauf und ins lange Eck geht der Ball rein. Jawoll. Da ist doch das so verdiente Tor. Und Hunter schießt, aber er stand leider im Abseits. Aber, na gut, wir machen immer noch weiter Druck. Payet, aber der Manoni hält den Ball. Und die Ecke bringt nichts ein. Aber es gibt ja direkt nochmal eine Ecke, vielleicht mit dir was ein. Oh, der Torwart ist draußen, aber daraus können wir leider nichts machen. Oh, Young schießt. Und Kujete Kopf, aber treffen alle nicht das Tor. Und jetzt Hunter. Hunter 2-0. Jawoll. Wieder das zweite Tor von Hunter. Gut. Das schön gespielt und Hunter macht das auch klasse. Und dann haut er den Ball. Schießt er den wieder flach. Unten rechts in die Ecke. Und die erste Halbzeit ist noch gar nicht zu Ende, ne? Also da kann noch viel passieren. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Und damit ist auch die erste Halbzeit vorbei. Mal gucken, was wir alles in der zweiten Halbzeit hinkriegen. Also, los geht's. Oh, Hunter mit dem Schuss, aber was war das? Ich verstehe das manchmal nicht. Och man, das war wieder so ein dummes Foul. Dafür gibt es wahrscheinlich wieder eine gelbe Karte. Oder? Dafür gibt es keine Karte? Also, das war ja mal so locker eine gelbe. Aber na gut, ich möchte jetzt mal mich nicht beschweren.
geschafft. Das 2-1, Gott sei Dank, haben wir mit 2-0 geführt. Und dann kommt dann halt so ein Kopfball, die erste Chance, der erste Schuss. Und dann steht es auch schon wieder 2-1. Am besten schießen wir jetzt noch ein Tor, damit es ganz sicher ist. Oh, und Hunter fast mit dem Hattrick. Aber der Ball geht leicht knapp am Tor vorbei und der kriegt jetzt gelb. Für was? Aber na gut, beschweren tut man sich natürlich nicht, wenn einer der Gegner gelb kriegt. Ich hoffe natürlich immer noch, dass die kein Tor schießen, weil das wird ziemlich unglücklich. Und das war's dann auch von diesem Spiel, nicht von dieser Folge. Und dann gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Alex, wie fühlt es sich an, das Siegertor zu schießen? Siegertor. Das heißt immer noch das Siegtor. Aber na gut. Ist super, die 3 Punkte zu haben. Es war ein enges Spiel. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber unsere Jungs haben sich durchgesetzt. Ist schon toll, in so einem starken Team zu sein. Alex, Sie haben sich den Sieg geholt. Ihre Meinung zu diesem Dreier? In dieser Liga kann, auch wenn es ein Klischee ist, absolut jeder jeden schlagen. Aber das hat man aber auch schon gehört. Wir haben natürlich wichtige Spieler verloren. Aber trotzdem ist das ein klasse Kader und wir sind über den Sieg natürlich sehr glücklich. Die Taktik des Trainers ist perfekt. Die Mannschaftstaktik, um dem Gegner gegenüberzutreten, wirkte perfekt durchdacht. Wie sehen Sie das, Alex? Habe ich doch gerade gesagt. Ja, wissen Sie, der Trainer hat einen klaren Plan für das heutige Spiel und ich glaube, alle haben sich dran gehalten und das zeigt sich in der Art, wie wir spielen. Danke, Alex. Das war prima. Danke, Alex. Jederzeit. So, und wir sind jetzt 42 und haben dadurch wieder einen Skillpunkt dazu bekommen und Flanken machen wir schießen. Hier Freistoßgenauigkeit und dann drücken wir auch direkt auf weiter. Warum bin ich jetzt aus dem Spiel getappt? Hä? Nichts gemacht. Komisch. Und weiter. Was passiert jetzt? Ja, ich will meine Rechnung bezahlen. Zweiter Sponsor und die. Ah, eigentlich habe ich sowas vorher noch nicht gemacht, also müsste mir irgendjemand behilflich sein. Kreditkarte? Ja, habe ich. Ist meine allererste. Jim! Sie hätte ich hier nicht erwartet. Nein, also Catherine muss arbeiten und Alex ist minderjährig. Daher braucht er einen Vormund, wenn er seine Verträge aushandelt, oder haben Sie das vergessen? Jim, ich will nicht, dass er hier etwas unterschreibt, sondern ihm was zeigen. Also, ich würde niemals etwas tun, das... Nachher nochmal an, okay? Ja. Okay, ja, danke. Ah, Handy Provider. Reden wir. Sieh mich nicht so an. Das sind gute Neuigkeiten. Wolltest du schon mal 10 Meter groß sein, Alex? Was? Ich spreche hier von Plakaten. Adidas-Plakaten, genauer gesagt. Quatsch. Im Ernst. Adidas will dich für seine neue UK-Marketing-Kampagne. Die nehmen nur eine Handvoll Spieler aus der Premier League und du gehörst dazu. Du hast ihn geschafft, Alex. Den nächsten Schritt. Solltest du interessiert sein, nimmst du bloß an einem Fotoshooting teil. Ist nur ein Tag Arbeit. Fotoshooting geht klar. Oder Großvater? Ich weiß nicht. Zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Sie sagen, es ist nur ein Tag Arbeit? Mehr nicht? Vermutlich weniger, schätze ich. Sind nur ein paar Stunden. Die sind wirklich gut. Die wollen die Zeit der Talente nicht verschwenden. Warum nicht? Schadet nicht. Das ist ein netter kleiner Deal, Jim. Aber es kommen noch andere. Es geht dabei nicht ums Geld. Es geht darum, was genau deine Fans über dich denken sollen. Über deine Karriere. Darüber, wer Alex Hunter ist. Lass dir Zeit damit, Alex. Lies es dir durch.
Red mit deiner Familie und denk dabei vor allem längerfristig. Hm? Du entscheidest. Du bist ein Star, der gerade gemacht wird. Achte darauf, dass du der Star wirst, der du sein willst. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Training ein. Aber schon wieder ein Sponsorendeal. Nice. Und schon wieder mit mit Stadion. Und ja, Chancen haben und Schussgenauigkeit DC ist okay. Und gucken wir mal, was jetzt kommt. Das wird dann das letzte Spiel wohl für diese Folge sein. Denn ein weiteres werde ich heute nicht mehr spielen. Das ist nämlich dann das dritte. Und ja, was ich noch sagen wollte. Erstmal, ich hoffe, ihr hattet schöne schöne Weihnachten. Ich nehme das gerade noch vor Weihnachten auf, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie meine waren. Und ich muss ein bisschen vorproduzieren, denn ich habe so viel Zeit nach Weihnachten. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr hattet schöne Weihnachten und guckt auf jeden Fall am 1.1. um 0:00 auf meinem Kanal vorbei, denn da kommt dann ein Special, der Jahresrückblick 2016. Und für den habe ich mir jetzt schon viel Mühe gegeben. Und ich hoffe, dass er euch gefällt. Und guckt auf jeden Fall dann da mal vorbei. Und ich denke mal, es gibt noch eine Ecke. Jawohl. Der Kopfball geht daneben. Und es gibt noch mal eine Ecke. Hunter mit dem Schuss, aber der Torwart, der hält den Ball. Tata wieder mit dem Schuss und der Torwart hält schon wieder den Ball. Und Payet, jawohl, 1:0. Im FA Cup ist mir übrigens eben aufgefallen. Und ja, da ist es schon mal gut, wenn man führt. Und Ayu, aber der Torwart hält, das war auch ein spitzer Winkel. Also da geht selten ein Schuss rein. Da kann ich euch nicht sagen, wer da geschossen hat, aber auf jeden Fall wurde der Ball abgefälscht und dann ins Ausgeschossen. Und das passt auch von der ersten Halbzeit. Im FA Cup führen wir 1:0 gegen Derby County. Und bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Tanta mit dem Schuss, aber der geht knapp drüber. Und Kuyati, jawohl, nach der Vorlage von Hunter macht er den rein. Läuft doch! Und jetzt Hunter, jawohl, da ist es doch, jawohl, yes! Hunter mit dem 13:0, 3:1, 2:0, 13:0, wusste ich doch. Jetzt Hunter frei durch. Und da gibt's doch safe Elfmeter, jawoll. Geht doch. Und das muss auch klar rot geben. Ja. Ist richtig so. Und ich darf wieder nicht den Elfmeter schießen. Mano, warum darf denn immer Payet den Elfmeter schießen? Oder ist es Payet? Ja, es ist Payet. Und der macht ihn natürlich auch rein. Und damit steht's 4:0. Und das ist jetzt mal deutlich. Den Elfmeter, den muss er aber auch verwandeln.
gut, jetzt Hunter nochmal mit dem Schuss, aber der geht da noch nicht rein. Also ein 5-0 wäre, glaube ich, jetzt auch ein bisschen übertrieben. Da ist dann auch mal Derby County mit einem Schuss. Aber gefährlich war das auf keinen Fall. Und Tata schießt, aber der steht wieder im Abseits, das habe ich gesehen, deswegen habe ich auch von da aus drauf geschossen. Und das dürfte es jetzt eigentlich auch damit sein. Die letzte Chance nochmal für Derby County, aber der Gurt vorbei. Doch nicht die letzte Chance. Hätte ich jetzt schon eigentlich damit gerechnet, dass es die letzte Chance ist. Aber jetzt sollte er doch langsam mal abpfeifen, oder? Also jetzt am Ende macht Derby County schon nochmal wieder Druck. Aber das reicht nicht, um ein 4-0 aufzuholen. Das ist ein bisschen zu spät. Was war das? Jetzt gibt es nochmal Ecke für Derby County. Ich möchte eigentlich nicht, dass wir noch, dass die noch das 4-1 schießen. Was tut das denn? Boah, was ist das? Man pfeift den endlich ab. Jetzt pfeift er endlich ab. Jawohl. Damit war es das dann auch von dem dritten und letzten Spiel in diesem in dieser Folge. War es jetzt schon das vorletzte? War es jetzt schon das vorletzte Spiel in dem MSFL Cup? Oder wie sieht es aus? Oh, jetzt gibt es nochmal. Wow. Eine 75. Ja, okay. Training noch. Das machen wir natürlich nochmal. Und heute geht es um meine Lieblingsdisziplin. Und das sind nämlich Zweikämpfe. Der Gegner muss sich wirklich alles hart erkennen. Das war ich. Und dann. Oh, das wollte ich gar nicht. Würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe es natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und dann machen wir in der nächsten Folge genau an dieser Stelle weiter. Also, bis dann!